Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragonland. Wir machen in Level 7 weiter, benötigt 80 Gesundheitspunkte haben wir schon. Stöcke und Schützen ist einem wieder ein All-Around-Level, ne? Also kann man hier jeden Drachen benutzen. Zwei Edelsteine, zwei Amethysten und ein Schlüssel ist hier vorhanden. Allerdings Schwierigkeitsgrad schwer. Zu schnell die Dinger. Naja, mal wieder hin schützen. Plum. 20 Damage mache ich. Huch, wo ist hier ein Schütze? Da drüben. Zwei Stück sogar. Kein Thema. Ah, die Stacheldinger sind super nervig. Okay, sie schießt nochmal. Ich könnte quasi auch mit dem Drachen an der Wand lang krabbeln. Okay, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Oh, noch ein Geschenk. So, noch ein Geschenk. Das, was wir gerade freigeschaltet haben. Verdächtig hier unten. Puh, okay. Nein, die Ausfahrten sind aber nicht ganz, ganz ohne, muss man sagen. Wobei die jetzt natürlich einfach war. Aber es gibt echt, wir haben jetzt mal schon gesagt, einige Missionen, die super heavy sind. Die Geschenke immer spawnen irgendwo am Arsch der Welt. Blum, ganz viele Münzen. Ich brauche noch einen Schlüssel. Mein Gott, bin ich dumm. Muss natürlich aufpassen, dass da, wo man springt, man nicht nochmal hinspringt, weil sonst schießen die einen ab. Ich nehme auch ganz gerne noch einen Schlüssel. Sonst habe ich den anscheinend verpasst. Ich kann ja natürlich aber auch die Drachen wechseln. Ne? Hätten natürlich auch andere nehmen können. Ha! Wo könnte der Schlüssel sein? Huch. Nein, das ist nicht mein Schlüssel. Ja, ist richtig. Wie stupid. Das ist einfach nur hohl. Okay, also nicht nur das Schlimme ist, ich sehe es nicht mal, ob da irgendwas ist. Nein, da hinten ist es okay. Das Schlimme ist auch, ich sterbe instant, wenn ich da reinfalle, oder was? Was ist das denn für Müll, ey? Eieiei. Okay, ich mir denke, hier ist was gewesen. Okay. Wer sagt dazu mal nichts, wa? Damals haben wir so 39 Leben verloren, so 42, ne? Aber jetzt auf einmal 75? Naja.
schieß nochmal. Das kann ich. Nun gut. Ja, ja. Ich habe danach dummerweise kein Leben mehr. Das heißt, es wird eine relativ kurze Folge. Wir müssen mal gucken. Vielleicht gehen wir auch wieder ein Leben, ich weiß es gar nicht genau. Hier brauchte ich einfach nur ein bisschen geschickt darüber zu fliegen. Wobei, nicht mal rüberfliegen muss ich. Den Stress tue ich mir echt nicht an. Und sie ist strange, dass ich instant sterbe. Guck mal, da ist eine riesen Lücke hier. Die muss man natürlich ausnutzen. Vor allem genau am Ende, ja. Das ist natürlich echt mies gewesen. Okay, da war noch mal ein Dings am Ende gewesen. Da habe ich ziemlich Damage kassiert von den... von der Rolle, ne? Dum, 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 dum. Ah, hier ist es drauf. I understand. Oh, eine Münze haben wir noch. Okay, jetzt aber fertig. Ja. Ah. Wir haben halt diesen Schlüssel, die können wir benutzen, aber ich brauche dort trotzdem eine Energie für, ne? Für das Level. Ist ein bisschen schade, dass die Bonuslevel auch Energie brauchen. Das finde ich ganz cool, wenn das nicht so wäre. Okay, ist nicht viel Erfahrung. Naja. Aber wir hatten auf jeden Fall genug, um gegen den Boss zu kämpfen. Was ist das denn? Okay, da nichts. Könnten hier quasi... Okay, ich kann es nicht mal mehr machen, wenn ich nicht mal mehr Leben habe. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, das ist schon heftig, ne? Das ist schon ein bisschen bitter gewesen. Das schnelle Spiel, das habe ich vorhin... Verdammt, ich wollte eigentlich nur zum Score kommen. 119 Punkte habe ich. Upp. Können ja quasi mal Just for Fun, ne? Ne, 119 Punkte soll ich bekommen, also ich hab schon ein paar Dings bekommen. Ein paar Münzen. Aber bringt jetzt eigentlich nichts, weil das schnelle Spiel soll, also man sollte das Game halt machen, wenn es... Oh. Was ist das denn für ein Geier? Wenn, wenn das Game halt quasi, oder wenn es resettet hat, die Rangliste, damit man wieder neu sammeln kann. Das ist aber eigentlich gar nicht so schwer, wenn man erstmal ein bisschen rein. Na, okay. Bin natürlich jetzt erstmal Flora gewohnt, aber. Bin natürlich flexibel, ne? Bin ja flexibel. Hier muss man natürlich... Ach, die Münzen muss ich mal nicht mitnehmen, oder? Muss ich die mitnehmen? Ich weiß gar nicht. Um Punkte zu kriegen? Ja, na klar, jetzt sind das nur noch solche, oder was? 105 und... Ich habe einen neuen Highscore geknackt. Ich glaube, ich war erst bei 119 gewesen. Oh, 2 Punkte hätten noch gewählt für neues Gold. Ärgerlich. Oh, man kriegt immer mehr dazu. Also in 3 Stunden kann ich es quasi wieder machen, dann kann ich mir wieder ein paar Diamanten holen. Das finde ich auch ganz cool. Aber hier jetzt leider nicht mehr. Achso, Rangliste wollen wir mal gucken, ne? Oh, es gibt 10, na klar, ne? Es gibt ja Kampagne, Weltweit anzeigen, Multiplayer. Schnelles Spiel.
vor 822 Tagen. Ach so, Goldmünzen gesammelt im schnellen Spiel. 8023 Goldmünzen hat er in einem einzigen schnellen Spiel gesammelt. Ich habe gerade mal 148. So, wer war? Ne, machen wir jetzt schon, okay. Ja, Monty wäre mich gespannt, weil das kriegen wir aber erst später. Schießt ja erst Episode 6 ab. Aber hier 10. Ups. 10, 10 ist da Maximum. Ich weiß nicht mehr, was bedeutet 337. Info? 10 Punkte pro abgeschlossenem Knotenpunkt, 2 Punkte pro Drachenlevel, 1 Punkt pro gesammeltem Gegenstand. Na gut. Dann kann man ja quasi maximal 340 erreichen. Ich denke mal, Karl hat auf jeden Fall die meisten. Ja, die meiner. 340 kann man etwa erreichen. Bestimmt sogar noch ein paar mehr. Wird dann hier also mal schwieriger. Ja, sie kann ich easy verbessern, indem ich einfach, wenn ich die Erfahrung habe, na, Level 15 kann ich sie jetzt mittlerweile bringen. Hier quasi Kapitel-Ding-Spieler. Flora ist 3-1, also hier. Das hier. Das bringt halt 747 Erfahrung und 626 Gold. Und das ist relativ einfach gemacht. Also ich bin auch in anderthalb Minuten wahrscheinlich durch das Level, weil es wirklich überhaupt nicht schwierig ist. Und das ist halt mega cool. Kann man auf jeden Fall ziemlich viel Gold farmen. Okay, dann. Aber ich sehe, wir haben jetzt erstmal kein Leben mehr. Und ja, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.